Es geht ab, meine kleinen Rise, jetzt reichen wir Briefe, jetzt reichen wir sind hier auf dem krassesten rundum Musikkanal mit den krassesten Abonnenten, denn wir werden einfach unfassbar viele. Oh, es hat weh getan. So, wir gucken uns heute ein Video an von. Ne, warte mal. Ja, egal. Von Hobson Picasso. Das war keine gute Idee. Ich brauche die Kopfhörer. Los geht's. Analyse. Ihr wisst Bescheid. Ich werde oft anhalten aus Copyright-Gründen und weil ich das hier exquisit analysieren werde. Hollywood, Hollywood, oh how fucking. Geil. Geiler Song. Fertig. Mehr brauchen wir noch nicht. Love you. I cannot seem to break through from this curse that I've been stuck to. I came in as a little man, but now my fucking nuts grew. Today's the day I. Hä? Krasser Text oder was? Gibt's den Untertitel? Nein. Oh, das hat echt wehgetan. Die Stimme klingt schon mega geil vom Mix her. Kann man, weiß man sofort. I was a little man, but now my fucking nuts grew. Today's the day our ties are finally cut loose. Fuck you. Uh-oh, it's my trifling ass. Pulling up like high guys are back. Goddamn, nigga, I'm nice. So up that I can't get down. Gotta skydive from that. Won't see the day I might relax. I ain't never been a nice guy. In fact, y'all wishing I would try nice rap. Sorry, I ain't got the right mind for that. Look how Cody is pimping just like. Der macht so ein bisschen, erinnert er mich hier an D'Angelo noch zu seinen Untitled Zeiten. Cody is pimping just like HOV is yelling beyond saving my rhymes, staying appropriate. This is just how my show begins if you hating. Oh, der Soundeffekt, ja gut, kann man machen, kann man machen, kann man machen. Ist ein Quäntchen, finde ich, ein Quäntchen zu laut, nur ein bisschen, nur ein bisschen. Aber die Stimme, Alter, richtig geil, hier der Super ist schon direkt super gut, setzt sich super geil durch. Fett, 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 fett. Look how Cody is pimping just like HOV is yelling beyond saving my rhymes, staying appropriate. This is just how my show begins. If you hating, come blow me, then fuck you, here's some petroleum. Give me my clout, you owe me it. Yeah. Niggas better duck your rubber cover like it's fucking Iraq. Stand down, nigga. I'm pulling nigga for your ass, you ain't even dying. Oh, yo, krass, jetzt packt er richtig erst aus. I've been heading up the ladder long enough, it's time I hit the climax. Your career's going bye-bye, it's ironic, you don't gotta bypass. Niggas know that I've been ill, been the whole time that I've been here, I'd have made it. Hey, richtig, richtig abwechslungsreich. Also hier auch rhythmisch dann tatsächlich etwas anders mal angelegt, dass da wirklich eine gute Abwechslung drin ist und nicht, ja, quasi das, was vorher und nachher dann gleich gespielt wird, die ganze Zeit durchläuft. Echt mal interessant, dann auch mit dem Tempo des Raps dann irgendwo auch mal, ja, interessant. Ich hatte den Song jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ich höre ihn auch zum ersten Mal. Wenn ich euch zu oft anhalte, ne, hat eben die gewissen Gründe und guckt euch bitte das Video bei dem Creator auf dem Kanal an, ist unten verlinkt. Yeah, yeah. Headed up the ladder long enough, it's time I hit the climax. Nice. Your career's going bye-bye, it's ironic you don't gotta bypass. Yeah. Niggas know that I've been ill, been the whole time that I've been here. I'd have made a fortune like 10 mil from the paper lines to my pen fields. And if I don't spend it, my kids will. I'm low-key, but a big deal. Interessant, was hier als Snare-Sound benutzt wurde, ne? Dieses Kill. My kids will. I'm low-key, but a big deal. Ho, see me and they freeze up. Da ist irgendwie so, wie so ein Schrei noch drauf. Ja, so ein Vocal, da hört man relativ leise im Hintergrund noch so ein Ew. Irgendwie so drauf. Mit einem Delay noch, also eine Verzögerung, so dass wir es dann halt doppelt hören. Ja, sehr interessant, sehr interessant. Das ist jetzt der Pre-Chorus, nehme ich an, und dann kommt gleich die Hook. Und ein Schuss ist, glaube ich, auch drauf auf der Snare. Interessant. Da sieht man mal wieder, was man so mit Sounddesign oder eben auch mit so Soundeffekten, dass man ja Sounds aus dem Alltag irgendwie dann auch als musikalische Instrumente benutzen, umwandeln kann und benutzen kann. Das geht halt, ne? Das ist schon cool. Und das ist dann gleichzeitig auch Sounddesign, weil man da dann neue Sounds dann quasi wieder entwickelt oder kreiert und das dann einfach dieses frische Neue reinbringt in den Song. They freeze up, that's why they all on my dick still. They tell me I'm too hostile. I am Picasso. Bitches like remember me from high school. Yeah. Nah, ho, came up in this shit, killing niggas with the now. Killing high school. Nah, ho, came up. Also gerade so ganz, ganz viele Stimmen aufnehmen, 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 vielleicht sogar noch in verschiedenen Tonlagen. Alles ein bisschen natürlich in den Mix so setzen von den Lautstärken.
dass es nicht so laut eben ist. Da noch die Frequenzen ein bisschen einschränken, gerade in den Höhen, damit es auch nicht zu präsent vorne klingt. Und dann sehr, sehr viel verteilen nach rechts, links, rechts, links, rechts, links und so weiter. Also nicht nur 100% links und 100% rechts, sondern auch dazwischen quasi. Sehr geil. Super Detail hier nochmal zum Erklären. Interessant, interessant. Ist das seine Stimme echt? Richtig tief. Das klingt nicht gepitcht, das ist wahrscheinlich echt seine Stimme, krass. Und dann eben nochmal eine... Das ist eine Oktave, oder? Nochmal drüber, aber im Mix weiter hinten angelegt. Also Wahnsinn. I've been told the new game plans to make bullshit for the new age fans. That you can't populace, you take Zans and flex on the gram like you do make bands. What? Oh no. They like fuck boom bat rap, you can't win. Say that shit. Geil. Hammer. Ja, so ein bisschen das Thema hat er auf jeden Fall erwischt, würde ich sagen. Auch hier mit den Cups, so 10 Stück übereinander. Geil. What? Geile Szene. Definitiv. Richtig geil. The penis that lies in the mouth, she call it Pinocchio. She call it Pinocchio. Super geil, Alter. Hä? Ich hatte den ja gar nicht auf dem Schirm. Ist, glaube ich, auch wieder ein Zuschauervorschlag gewesen, mir das anzuhören. Richtig geil. Achso, wenn ihr Background-Infos habt, schreibt das definitiv in die Kommentare. Ihr wisst, gerade background-technisch bin ich da immer sehr, sehr schlecht unterwegs zu den Künstlern. Ja, es sind mittlerweile so viele. Ich komme nicht hinterher, weil ich immer so tief in der Musik drin bin, dass ich gar nicht mehr so richtig da abchecken kann, was hintenrum abgeht, sozusagen. Ohne, dass es jetzt falsch klingt. Aber dafür sind wir eine gute Community und wir können uns da gut austauschen. Deswegen schreibt mir das bitte in die Kommentare. Wer ist dieser Mann? Und wo kommt er her? Und was hat er noch für geile Songs gemacht? Richtig geil. Yep. I've been born to be still out of boredom, see, oh so horribly, dog your corpse to be right on the floor with these feet that I stomp you out with, this my house bitch, you can't afford the lease, watch out. Okay, weil am Anfang habe ich das mit dem Eis-Gefrier-Soundeffekt bisschen bemängelt, nicht so stark, aber ich verstehe jetzt das Gesamtkonzept von dem Video gerade erst. Also das ist ja alles extra so überspitzt angelegt und dafür ist es sogar noch echt on point, also echt gut noch. Es ist jetzt nicht irgendwie too much, also richtig lustig bisher. Richtig geil. Das sind ja auch extra so Sounds, die eigentlich gar nicht so richtig 100% reinpassen hier bei der Schlägerei. Ich erkläre es nur nochmal, falls es jemand nicht verstanden hat, warum ich es an der Stelle jetzt gerade erklärt habe. Die passen nicht 100% und das sind so Sounds, die wird man heute in einem Film vielleicht auch nicht mehr ganz genau unbedingt benutzen. So, ich mache ja auch Nachvertonung, Sounddesign. Und eben die Soundeffekte beim Bewegtbild und im Film. Ja, deswegen, daran erkennt man, dass das halt auch unter anderem das Überspitzte eben sein soll, sich da eben lustig zu machen. Geil. I am Picasso, bitches like remember me from geil. High school. Nah, ho, came up in the shit, killing niggas with the high flow. Y'all ain't got. Hier ist halt ein richtig geiler Flow, so die Musik mit der Stimme zusammen finde ich hier an der Stelle mega, mega nice. Aber halt irgendwie so leger und der Beat ist da so ein bisschen, ja, hält sich zurück eigentlich, aber es float halt mega nice. Geil. Was?
Im Hintergrund läuft eigentlich gerade hier noch ein, irgendwas soundmäßig einiges ab. Da steigert sich etwas, so ein ganz kleines bisschen. Es ist sehr subtil reingemischt, legt er aber unten trotzdem nochmal so eine Fläche rein. Mit unten meine ich auf dem Frequenzband. Und füllt das, aber ohne, dass man es eigentlich so krass hört. Ja, aber gibt dann eben auch genau diesen Hinleitung zum nächsten Part hin. I ain't got a fucking thing on hop. Whoa, boy, you better rock slow. Who am I? I'm Picasso. Take the high road. ASAP, cause I ain't liable for no nigga. No, my fucking head is in the cosmos. Got it locked though. Bitch, I'm Pablo Picasso. Rock slow. Ich halte jetzt an, um irgendwas Intellektuelles zu sagen. Krass, was der für eine tiefe Stimme hat. Das ist ja Wahnsinn, richtig krass. Also das, wow. Ah. Schön. Hier nochmal so ein bisschen ausgeleitet. Hat er seine Gemälde einfach in den Busch geworfen. Ja, krass, cooler Typ. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Danke für den Tipp. Ja, wer auch immer das geschrieben hat oder wie viele das geschrieben haben, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber richtig coole Nummer, Alter. Geil. Rundes Ding, richtig cool. Ach so. Lautheit, ja, war auch on point. Aber eben ohne, dass es zu komprimiert ist und so weiter und irgendwie an Breite verloren hat. Das hatte ich gerade eben bei dem neuen DJ Snake Song mit den ganzen Features drauf, mit Offset, Gucci Mane, 21 Savage und noch jemand. Guckt euch die Reaction auch mal an, da fand ich das nämlich zu komprimiert, zu eng. Ist vom Aufbau natürlich, ja, ein bisschen, ja, also wir sind noch im Hip-Hop, aber wenn man das ganz genau sieht, ist es nicht genau das Gleiche von der Produktion, vom Genre her, aber vom Mastering her ist der andere dann, fand ich, doch ein bisschen zu eng. Kann man beim Trap schon mal machen. Und viel zu voll geballert. Hier bei Hobson fand ich das sehr, sehr rund, sehr cool. Die Stimmen waren sehr geil angelegt. Und auch der Subbass hatte einen guten Platz gehabt, ohne zu sehr das zu überladen. Und hat der Kick trotzdem auch die Freiheit gelassen, da zu ballern. Vielen Dank für die Abos. Leute, vielen, vielen, wirklich ohne Scheiß. Es ist echt unfassbar, was hier abgeht. Vergesst nicht trotzdem, es gibt einige, 70%, fast 80% sogar, der Zuschauer, die sich die Videos angucken, aber nicht abonniert haben. Ja, und stellt euch vor, wenn die Abos dann auch noch dazukommen, Wahnsinn. Also wirklich geil, was hier momentan abgeht. Vielen, vielen Dank. Lasst Abos da. Instagram könnt ihr auch gerne machen. Würde mich auch freuen, denn wie gesagt, es wird auch noch eine Verlosung geben, wenn wir hier auf Instagram die 100.000 haben. Das wird aber noch ein bisschen dauern, aber ich leite das schon mal so ein bisschen ein. Eine Riesenverlosung, wirklich eine Riesenverlosung. Eine riesige, riesige, Riesenverlosung. Es gibt hier eine Produktion zu gewinnen mit mir in meinem Tonstudio. Vielen Dank, bis zum nächsten Video.